Also das, was jetzt kommt, ist wirklich nur eine Wiederholung. Und das ist nicht notwendig, sich das nochmal anzusehen, weil man meine Post, wenn man meine Filme schon öfters gesehen hat. Es kommt wirklich nichts Neues jetzt. Aber ich finde, ich sollte mich doch immer wieder mal zu Wort melden, weil ich ja auch Reaktionen bekomme. Und wenn ich ehrlich sein soll, manchmal frage ich mich, ob ich das deshalb verstehe, weil ich schon so lange immer dabei bin. Die Schwingung muss erhöht werden, immer erhöht werden, damit ich das besser verstehen kann. Es ist doch gar keine Frage, dass das Leben, wie ein Kind, wenn man sich das aus den Augen eines Kindes ansieht, dann ist das ja alles völlig irrational und eigentlich ist es gar nicht zu begreifen. Die Ungerechtigkeiten der Welt sind ja nun wirklich verheerend und das ist doch alles unglaublich, was da sich bei uns abspielt. Und offensichtlich sind wir nicht in der Lage, einander etwas mehr zu helfen oder einander etwas besser zuzuhören. Irgendwie kriegen wir das alles nicht gebacken und irgendwie schaffen wir es nicht, uns einer gewaltigen, also unserer gewissen Häme oder Bösartigkeit oder Bosheit oder auch von einem selbstherrlichen Gedanken, ha, ich bin gerettet, du nicht, Bär, und sowas, uns einfach loszueisen. Warum? Warum nicht? Nun, ich habe ja immer gesagt, erhöhe deine Schwingung, damit du wirklich besser Kristalllicht empfangen kannst, damit es in deinem Bewusstsein nicht mehr so dunkel ist, damit das Gedunkel, das Bewusstsein nicht mehr so von Neid oder Gier oder Zorn oder Wut oder auch eine Traurigkeit oder Depression, von Panikattacken oder von allen möglichen da befallen wird. Es ist ja schon komisch, dass die Menschen das nicht verstehen wollen. Es ist deshalb so drollig, weil die Rettung bei jedem selber liegt und nicht irgendwie bei allen anderen. Das ist ja das, was ich versuche zu sagen. Und ich glaube, ich sage das gar nicht so schlecht. Aber es ist eben auch eine Frage des Verständnisses. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der völlig auf Krawall gebürstet ist oder auf Gegenwehr, also schon fast abgerichtet ist, oder jemand, der sich sofort auf die Hinterbeine stellt und knurrt wie ein Hund, der seinen Knochen verteidigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, was ich sage, für jemanden höchst ungewöhnlich ist. Und auch schwer. Denn wir müssen uns von einer Wut von Vorbelastungen trennen. Eigentlich ist es nichts weiter als das. Es sind Vorbelastungen. Und Belastungen, die wir in unser Leben reingenommen haben. Der Wunsch nach einem Übervater ist wohl sehr verständlich. Ach Mensch, wer möchte das nicht? Erstmal wieder an seinen Hort und sein Zuhause zurück und sich dann erstmal da sicher fühlen. Das wird ja auch sofort erfüllt werden, wenn wir nicht eine Kleinigkeit vorher gemacht hätten. Wir haben gesagt, wenn ich diesen Mechanismus verstehe, dann bin ich auch bereit, mit jeder Schwierigkeit im Leben fertig zu werden. Und dabei haben sich viele von uns übergessen, überfressen geradezu. Wir haben uns alle möglichen Probleme aufgebürdet, ohne daran zu denken, dass wir diese auch selber lösen müssen. Und dabei sage ich, ist die Antwort, sie klingt so schön einfach, aber wenn man selber dann beginnt, das alles zu bewältigen, wird das schwerer. Denn jetzt fangen wir an zu begreifen, dass wir diejenigen sind, dass durch unser eigenes Licht, durch unsere eigene Schwingung, durch unsere eigene Geisteshaltung, durch unsere eigene Geduld, durch unsere eigene Nicht-Toleranz den anderen gegenüber, aber Toleranz uns selbst gegenüber, nicht, die wir nicht bei anderen anklagen können, auf gar keinen Fall. Aber für uns selber sollten wir ein gewisses Verständnis aufbringen, dass wir dadurch das erstmal alles gebacken kriegen. Also kein Ratschlag ist sinnvoller als der, hüte deine Zunge. Denn das, was du sagst, webt getreulich deinen Faden für dein Gewand im Leben. Das ist schwer zu verstehen, dass ausgerechnet unser Schienenersatzverkehr, unsere Flugzeuge, unsere Bahnen, Autos, Fahrräder, Motorräder, dass das alles unsere Vehikel sind, mit denen wir durchs Leben ja nun gehen, aber dass das ausgerechnet durch unsere Gedankenkraft zu uns kommt, das ist fast kaum zu verstehen. Und du hast natürlich recht. Nur weil du jetzt einen 100-Euro-Schein auf dem Tisch davor stellst, liegt er deshalb da nicht. Es geht darum, eine Resonanz dafür zu entwickeln. Es geht darum, eine Schwingung dafür zu entwickeln, all das Bewusstsein zu haben, für das, was man auch wirklich haben möchte. Es geht um dein Bewusstsein.
Und wenn du dabei glaubst, dass du da irgendein Gott in der Bibel weiterhilft, ja, dann glaub halt dran, das ist nicht das Thema. Die Frage ist nur, warum du etwas so gerne glaubst. Ich hatte vorhin versucht, das mit dem Rosenkranz zu erklären. Und dir gesagt, dass jeder lebendige Mensch, ob er will oder nicht, zum lebendigen weiblichen Prinzip gehört. Der Sohn des lebendigen Gottes. Das sind zwei Widersprüche in sich. Gott, das männliche Prinzip, also der männliche Gott, ist niemals lebendig. Der ist Bewahrer. Ich will nicht sagen, dass er tot ist im Sinne von abgemurkst, sondern ich will damit sagen, er ist das alles erhaltene Prinzip. Der Sohn ist es ebenfalls. Er erhält das erhaltene Prinzip. Und damit ist er nicht lebendig. Das kann er nicht sein, da er etwas bewahrt. Aber er bewahrt alles, von ganz oben nach ganz unten. Auch die Hölle, die uns so vorkommt wie die Hölle. Und wenn man einmal im Gefängnis gesessen hat, wo die Ungleichgewichte zu Hause sind, dann kann man sich das Thema vorstellen, was das da heißt. Ich kenne das zwar nur aus dem Fernsehen, aber das reicht. Ich kann mir das Thema vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, was eine Zusammenkunft mit Menschen bewirkt, die allesamt aus emotionalen Ungleichgewichten bestehen und keiner der einzelnen Beteiligten sich klar macht, dass es seine eigene Gedankenkraft, seine eigene Schwingung, sein eigenes Bewusstsein ist, was das alles in sich selbst harmonisiert. Wenn man aber in sich selbst harmonisiert ist, findet man keinen Ärger von draußen vor. Und das muss uns einfach nur allen klar sein. Anscheinend darüber zu jammern, wie schlimm doch die Verhältnisse sind, die wir hier alle vorfinden. Und die Verhältnisse, die die meisten Menschen hier vorfinden, sind mir nichts Neues. Neu ist an mir, wie ich finde, wenn ich mir mein Leben vor 30 Jahren angucke und wie ich es mir heute ansehe, neu an mir ist lediglich die Herangehensweise, wie ich das in alles bewältigen will. Und in meiner Herangehensweise, indem ich also Probleme aufzulösen und sie zum Verschwinden zu bringen, sind nun gerade mal Molotow-Cocktails oder Kalaschnikows oder geworfene Pflastersteine nicht im Programm. Auch bitterböse Briefe oder anonyme Briefe also Briefe, die man mit vergifteter Feder schreibt und sowas, finden dort nicht wirklich seinen Platz. Durchaus nicht. Ich mache hier gerade eine ziemliche schmale Gratwanderung. Auf der einen Seite erkläre ich das, andererseits darf ich anderen nicht vorgreifen, was sie bitte mal zu tun haben. Das ist so ein Drahtseilakt. Ich erkläre es zwar, weigere mich aber hier für andere Menschen sichtbar und erkennbar, hier mit gutem Beispiel voranzugehen, weil ich der Meinung bin, dass ein Mensch dem anderen kein Beispiel sein kann. Mit anderen Worten, ich bin nicht meines Bruders Hüter. Und auch nicht meines Hüters Bruder. Mit anderen Worten, der andere kann machen, was er will. Ich bin nur der Meinung, man sollte ihm getrost kurz erklären, wie sich der Mechanismus des Lebens nun genau verhält. Denn was die meisten Menschen tun, ist nicht den Mechanismus des Lebens so zu erklären. Sie erzählen entweder was von einem zürnenden, einem strafenden oder einem liebenden Gott, wie auch immer, ohne nun genau zu erklären, was damit nun genau gemeint ist. Andere erzählen dir was davon, dass sie Agnostiker sind und dass sie sowieso nicht an Gott glauben und dass sie Philosophen sind und das Ganze dann doch lieber intellektuell betrachten möchten und so weiter. Letztendlich aber meckern alle. Oder sie versuchen, dem Gemecker zu entkommen, indem sie irgendwie an Gott glauben und was für sie aber ein ziemlich diffuses Etwas ist. Weil sie nicht wissen, was das für eine Wirkungsweise ist. Und ich versuche, die Wirkungsweise zu erläutern. Und du hast es begriffen und auch schon verstanden. Ich erkläre es auch mir. Aber siehe, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn ich immer wieder sage, Mensch, achte darauf, was du sagst und hüte deine Zunge, ja, rate mal, wer diesen Hinweis am dringendsten braucht. Ich auch. Glaubst du allen Ernstes, wischt da nicht doch mal ein verdammt nochmal oder ein Herrgott nochmal, was ist das wieder für ein Idiot oder irgendwie so etwas? Das rutscht mir genauso raus wie allen anderen auch. Nur, erstmal wird das weniger
und es hört auf. Und kein Wort, also kein Satz hat mir da mehr geholfen, als der zu sagen, geh mir aus der Sonne. Mit anderen Worten, geh mir selbst aus meinem Licht. Verberge hier oder verdunkel es nicht mehr. Wenn irgendwas ist, da denke ich immer an die Begegnung zwischen Diogenes und Alexander, wo dann also der Herrscher der Welt, der Alexander war, zu Lebzeiten der Herrscher der damals der Welt, muss dem Menschen also vorgekommen sein, hatte einfach alles und baut sich dann nun vor dem Philosophen Diogenes auf, der nichts hatte als eine Tonne, vor der er sich dann auch dann an dem Tag sonnte. Und soll ihn ja nun gefragt haben, bitte mich um was du willst. Und es war klar, ja, so eine Begegnung wird es gegeben haben, wenn auch nicht gerade mit Alexander dem Großen und Diogenes, aber irgendein Reicher wird sich vor Diogenes aufgestellt haben und dann gesagt haben, also komm, ich bewundere dich, sag mir, was brauchst du, ich gebe es dir. Und das Einzige, was Diogenes darauf antwortete, war, geh mir aus der Sonne. Denn damit macht er klar, er hat alles. Und es gibt nichts, was er entbehrt. Und ich versuche dir zu sagen, dass deine Schwingung, wenn sie sehr hoch ist, dir das Gleiche geben wird. Es wird alles in deinem Leben eintrudeln, wie du das haben willst. Und es irrt sich im Zeitpunkt nie. Ganz einfach deshalb nicht, weil alles zu dir eintrifft, was sich mit deiner Schwingung gut verträgt, was mit deiner Schwingung korrespondiert. Und je höher mehr du an eine Kristallenergie dich dahin orientierst, dahin wächst, wie eine Sonnenblume sich immer der Sonne zuwendet und da wirklich also dem Lauf der Sonne folgt, du genauso mit deinem höchsten Geist bist oder deiner Kristallenergie bist, desto mehr wirst du davon wirst du auch durchflutet. Keine Frage. Und desto mehr nistet sich in deine Geist- und Körperzellen ein. Desto mehr Licht nistet sich in deine Geist- und Körperzellen ein. Deine Geist- und Körperzellen verdienen hier Beachtung. Sie sind wichtig, denn in ihnen sind alle Informationen angeschlossen. Alle, die du an Anbeginn deiner Existenz gesammelt und gespeichert hast. Und von deinem Denken wird es abhängen, was diese da abrufen. Sie verstehen mich bitte recht. Deine Körperzellen und auch deine Geistkörperzellen können praktisch jede Information abrufen. Auch als du noch zu den Neandertalern gehört hast oder zu den ersten Homo sapiens gehört hast, als du dann noch mit Fellen bekleidet und Knüppel durch die, also bewaffnet, mit Knüppel bewaffnet dann durch die Gegend zogen. Das ist alles in uns eingespeichert und wenn du mir das nicht glauben solltest, dann fragt man einen Mediziner, der wird es dir bestätigen. Denn Krankheiten, die uralt sind, mit denen unser Immunsystem locker fertig wird, hat dieses Wissen, also unser Immunsystem hat dieses Wissen, zum Beispiel mit Windpocken oder Masern oder Röteln klarzukommen, aus längst vergangenen Zeiten alle längst entschwunden. Aber es erinnert sich noch dran. Und in dem Augenblick, wo so ein Virus kommt, sagen wir mal so ein Masernvirus oder ein Pockenvirus, Windpockenvirus oder so, erinnert sich das Immunsystem so ganz ja gut daran. Und schon wird es damit fertig. Aber wie alles im Leben muss es auch mal gelegentlich trainiert werden. Darum finden auch auf Schiffen oder in Flugzeugen oder in Hotels manchmal Notfallübungen statt, nur damit die Crew das nicht vergisst. Sollte das unterbleiben, wäre es im Erdfall blöd. Darum ist es auch ein bisschen blöd und problematisch, irgendwelche Gegenden, welche Krankheiten zu impfen. Jedenfalls, solange das Kinderkrankheiten sind, von denen wir wissen, dass der Körper damit in der Regel fertig wird. Das ist das, was wir wissen sollten. Und für den Fall, das ist also jetzt mal von der Körperlichkeit weg. Dein Geist muss trainiert werden. Dein Geist muss in deiner Umwelt immer wieder auf die Probe gestellt. Ich bin jetzt eigentlich nicht so sehr bei der Biologie, ich bin eigentlich mehr bei deinem Geist. Dein Geist muss immer wieder auf die Probe gestellt werden. Bei allen Schwierigkeiten ist das so. Wie weit rufst du das Wissen, dass du wirklich nicht bist, ab? Entschuldigung, Moment. Ach, Gott. Wie weit rufst du das Wissen, dass du wirklich weißt, dass es nicht bist und auch wirklich Kristallenergie bist, ab? Jede Schwierigkeit, die sich dir im Leben entgegensteht, stellt, ist im Grunde genommen deine Trockenübung, zu wissen, dass du wirklich Kristallenergie bist. Und diese Kristallenergie ist durchaus in der Lage, mit all den Schwierigkeiten, die du im Leben hast, fertig zu werden. Und sorgt immer für eine Lösung.
Du musst dieses Wissen nur abrufen. Das Leben ist eine einzige Impfung. Ganz ohne Spritze. Das heißt, jedes Problem stellt für dich die Herausforderung dar. Ganz egal, welches Thema, das spielt gar keine Rolle. Ist mein Licht hell genug, um dieses Problem oder diese Situation, diese Herausforderung, diese Challenge, was auch immer, wieder dem ein anderes Gesicht zu geben, das so zu wandeln, man könnte auch sagen, das so zu vermeiden, so zu zerkleinern, dass die ganze Sache da wieder passt. Und dass das dann in meinem Leben nur noch eine Würze darstellt und in keinster Weise eine derart schwere Belastung. Wie gesagt, dieser Stream hier hat nichts Neues und nichts großartig Weltbewegendes Neues, keinesfalls. Aber wir müssen es hin und wieder begreifen, wir müssen es verstehen, warum wir eigentlich auf der Welt sind. Denn unser Leben hat großen Sinn. Und wenn 100 Menschen oder 100 Mal gesagt wird, was hat denn mein Leben schon für einen Sinn, was soll das denn hier und ich bleibe wohnen, was soll ich denn hier schon und welchen Sinn hat mein Leben denn überhaupt? Für alle anderen, wenn du Glück oder Pech hast, gar keins, das interessiert doch nicht sonderlich. Die anderen meine ich, die interessiert das wahrscheinlich überhaupt nicht, stimmt. Und die das interessiert, haben meistens ein völlig anderes Bild von dir. Denn sie haben ihr Bild von dir nach ihrer Meinung, gemäß ihres Filters sozusagen, eingestellt. Das muss mit der Wirklichkeit, so wie du wirklich bist, gar nicht übereinstimmen. Aber für dich wird das eine Rolle spielen. Wie du dich verhältst, wird für dich wichtig sein. Aber ja, ich meine, du bist der Regisseur deines eigenen Lebens. Aber du kannst eben nur mit dem arbeiten, was die Materie für dich so hergibt. Aber was die Materie für dich so hergibt, das liegt daran, was du gedacht hast. Wir müssen das verstehen. Wir müssen das sogar sehr gut verstehen. Unbedingt müssen wir das verstehen. Denn dann hören wir auf, allen anderen die Schwierigkeiten oder denn das Feuer unterm Hintern richtig anzuheizen sozusagen und richtig dafür sorgen, dass sie mal richtig blöd in der Patsche sitzen. Wenn es bereits die Mehrheit der Menschen versteht und daran versuche ich hier zu arbeiten, irgendwie, dass das aufbringt, dass eine Bewegung auftaucht, die aber dann keine fliegenden Pflastersteine zur Folge hat oder irgendwelche Molotow-Cocktails, sondern dass eine innere Bereinigung stattfindet. Wenn das breite Volk irgendwann erwischen, es muss es erwischen. Es ist unser persönliches Interesse, dass wir es erwischen. Dann ist auch eine Politik wie die unsere heutzutage nicht mehr möglich. Das ist unmöglich. Denn ein Volk wird stets von genau dem regiert, das zu ihm passt. Ein Volk hat immer die Regierung, das zu ihm passt. Und dabei ist es eigentlich relativ egal, ob sie wählen dürfen oder nicht. Also es ist die Schwingung der ganzen Bevölkerung, die einen jeweiligen Politiker oder einen jeweiligen General oder was auch immer dann hervorbringt. Das müssen wir verstehen. Das ist doch eigentlich nichts Ungewöhnliches. Und wenn man das sich mal von dieser Perspektive ansieht, dann wird einem das auch sofort klar. Ein Volk leidet nicht unter seinem Machthaber, sondern das Volk leidet durch das Gejammer und Geklage, den Machthaber bringt es hervor. Aber ein Volk besteht nun mal aus allen möglichen Individuen. Und somit werden wir wohl sehr dafür sorgen müssen, dass wir eine andere Geisteshaltung bekommen und eine andere Schwingung bekommen. Und wenn schon nicht für das ganze Land, und ich bin kein Altruist, ich komme hier nicht vor wie ein Friedensapostel, ich arbeite nicht für mein Land und bin dann, wer weiß, wie patriotisch gesinnt. Das ganz bestimmt nicht. Aber ich weiß, dass es in meinem ureigenen Interesse liegt, dass ich eine sehr hohe Schwingung habe und dass ich mich immer bei jeder Situation daran erinnere, zunächst einmal bin ich hier Kristallenergie und die löst sämtliche Probleme in meinem Leben auf, aber auf der Stelle. Das liegt in meinem Interesse. Sehr. Und ich denke mal, dass da ich hier kein Monopol darauf habe, auf gar keinen Fall habe ich ein Monopol darauf. Auf gar keinen Fall.
sondern weiß, dass es bei jedem Menschen so ist. Mal ist es mehr verdunkelt, mal ist es schon im Aufbrechen begriffen und mal hat derjenige es bereits geschafft. Dann muss er sich diesem ganzen Mist hier nicht mehr aussetzen. Aber es kommt darauf an, wie weit du schon mit deinem Quantum hier fertig bist. Und das hast du immer selber gewählt. In irgendeinem alten Text habe ich mal gelesen, ich weiß nicht mehr genau worin, aber ich habe ihn mal irgendwo gelesen, man beginnt die Toten zu beneiden. Ich nicht. Die Toten haben nämlich in der Tat nichts mehr zu bewegen. Aber das ist auch in Ordnung, wenn sie ihre eigene Bewegung sozusagen vollendet haben. Dann beginnt eine neue Aufgabe, dann beginnt ein neues Kapitel. Aber nichts wäre mir ehrlich gesagt blöder, als wenn ich dann irgendwo im Jenseits einlaufe und dann ist natürlich klar, dann, hey, da bist du ja wieder, wie geht's und so weiter. Dann ist die Party natürlich erstmal groß. Aber wenn da so ein blödes Gefühl ist, du hättest eigentlich mehr bewirken können. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Und solange ich noch mit Problemen hadere, und du kannst mir glauben, ich beschwere mich oft, solange ich mich noch über Probleme beschwere und noch mit Problemen hadere, dann zeigt das sich mehr und nicht weniger als meinen eigenen Geisteszustand. Und es steht nicht zur Debatte, was alle anderen wohl denken. Wirklich nicht. Es steht bei niemandem zur Debatte. Wenn du 100-mal sagst, ja, wieso, die anderen waren ja so und ich konnte ja auch gar nicht richtig mich entfalten, weil da hat ja alles auch am Weg wie ich gestanden, ich konnte ja gar nicht richtig. Ja, genau, das ist das Problem. Warum nicht? Warum gab es denn die anderen noch? Jeder, wirklich jeder Gewaltakt, jede Prügelei, jede Quälerei, jede Tortur, also alle Ketten, jeder Gefangene und so weiter, hat genau dieses zu vergegenwärtigen. Er muss sich fragen, warum denn? Wie war denn sein Denken? Wie war denn seine Emotionen, dass er in sich in sowas wiederfindet? Solange wir uns alle noch darüber beschweren, wie gemein wir doch alle unterjocht werden, ja, dann biegt das Joch umso schwerer. Und da kommen wir umso schwerer wieder raus. Und ich versuche das mit so klaren und einleuchtenden Worten wie möglich zu erklären, ohne mit einem holdseligen Lächeln immer wieder darauf zu verweisen, der heilige Gott da oben. Ja gut, mag ja sein, dass er da oben ist, aber wichtig ist eigentlich, welchen Zugang ich zu der Erlösung habe, die mich aus meinem Leben so befreit, dass es mir wieder Spaß macht zu leben. Und das ist im Augenblick für mich höllisch schwierig. Wohl deshalb auch, weil ich genau weiß, dass es nicht an anderen liegt. Es liegt wirklich nicht an anderen, sondern an mir. Und dass ich mit dem größten Feind aller Zeiten kämpfe, mit dem mächtigsten Feind aller Zeiten, mit mir. Es mag andere geben, die größer und mächtiger sind, da kann alles sein, aber ob sie groß und mächtig in meinem Leben sind, das ist bestimmt immer noch ich. Hast du das verstanden? Sehr gut, weil es mir um dein Leben geht. Du kämpfst mit dem größten Feind, nämlich mit dir. Alle anderen dienen nur, sind ein willkommenes Feigenblatt oder sind alle anderen sind nur die sagt man das auch leider, die Alibis für irgendwas oder so, oder sind dann die Vorzeigebösewichte oder sonst irgendwas, aber mir auch nicht. Letztendlich geht es um die doch überhaupt nicht. Das haben wir echt, deswegen ist das mit einem Post wahrscheinlich auch so schwer zu verdauen. Wenn irgendjemand da mit einem Sack voller Vorwürfe da steht und jetzt auch sich im schönsten Recht glaubt, dann komme ich einmal shit und sage, weißt du, was denn Vorwürfe sind, scheißegal, die Stifte kannst du dir, wie es so schön heißt, einen Hut stecken, weil es geht nicht um den anderen. Es geht um dich. Wie war es denn mit dir bestellt, dass du es überhaupt bekommen hast? Das ist der Moment, wo wir alle Tiefluft holen. Und das ist der Moment, was uns wirklich wahnsinnig belastet hat. Vor allen Dingen hat uns unsere, wenn ich ganz ehrlich sein soll, wohl auch unsere Feigheit belastet, sich das anzugucken.
Es ist so schön, alle anderen zu drangsalieren. Es ist so schön, alle anderen den Kampf zu erklären. Es ist so schön, sich über alle anderen zu beschweren. Es ist so schön, allen anderen ihre eigene Unfähigkeit, was weiß ich, was vorzuwerfen. Es ist so schön, den anderen Vorwürfe zu machen. Ach, macht das Spaß. Was waren das aber auch für herrliche Zeiten, als ich noch alle anderen dafür verantwortlich machen konnte. Ach, was war das schön, als sie noch die und die Verhältnisse hatten. Da war jedenfalls einer schuld. Und das waren nicht wir. Auf keinen Fall. Nein, wir doch nicht. Eine ganze Theaterlandschaft, ein ganzes Kabarett, die Comedy, was weiß ich was sich heute Comedy nennt, das möchten wir lieber nicht, das wollen wir lieber nicht betrachten. Und sowas gründet sich darauf. Sämtliche Dramen in den Theaterwerkstätten, Kinofilme. All das gründet sich darauf, dass es da die Bösen gibt und da die Guten, die dagegen ankämpfen. Das spielte Millionen in die Kassen. Und von Milliarden gar nicht zu reden. Cinderella ist das absolute Lieb- und Lieblingsmärchen. Ach Gott, ja, wir arme Jungfer zart. Das kommt zwar aus Drosselbart, aber wurscht. Aber ich arme, ach Gott, ich armes Wesen, ich kann nichts dafür. Und wo kommt denn jetzt der Märchenprinz, der mich aus meinem Elend befreit? Das ist das Cinderella-Motiv schlechthin. Wir lieben es. Aber mit der Veränderung, sprich mit dem weiblichen Prinzip, muss man umgehen können. Wir müssen wissen, wer da genau wandelt. Das sind wir. Und obwohl ich gar nicht so lange reden wollte, eins muss ich noch anfügen. Jetzt sind wir hier nämlich beim Tischlein deck dich. Das ist wichtig. Allen voran ging ja die verdammte Ziege, die da, also sowohl die drei Jungs, da erstmal so von hinten bis vorne da belog. Nicht die, also einer nach dem anderen hütete die Ziege, die Ziege weidete und fraß sich satt. Und dann nicht nur Ziege, bist du auch satt? Oh, ich bin so satt, ich mag kein Blatt mehr, mehr. So, das war so dieses Ausgangsmotiv von dem Märchen. Aber am Abend hat sich die Ziege das anders überlegt, was auch kein Wunder ist, nach was weiß ich, 6 oder 7 Stunden. Ich meine, jeder isst Mittagessen irgendwie und ist dann satt, aber nach ein paar Stunden kriegt man irgendwie wieder Hunger und es ist Zeit fürs Abendmahl, also fürs Abendbrot. Und dann, wenn dann gefragt wird, na Ziege, bist du satt? Was wird sie dann sagen? Die Erinnerung an die Mittagszeit oder Vormittag, wo sie also satt zu fressen hatte, ist längst entschwunden. Und dann kommt natürlich die Antwort, wovon soll ich satt sein? Ich sprang über die Gräslein und fand kein einziges Hämmerlein oder sowas. Das ist das verändernde Prinzip, in dem wir nicht klarkommen. Gut, okay, es hat den Tischlein deck dich und den Goldesel und den Knüppel aus dem Sack eingebracht, aber das ist jetzt erstmal etwas anderes. Aber wirklich mit diesem Prinzip müssen wir klarkommen. Nur weil jetzt in dem Augenblick etwas gut ist, müssen wir überlegen, was passiert denn in ein paar Stunden? Und bin ich dann immer noch in der Lage, mit gemäß der Energie, mit der ich gerade alles hingekriegt habe, auch das nächste hinzubekommen? Dafür sind wir hier im lebendigen Prinzip. Und das ist nicht ganz unwichtig zu wissen, ganz im Gegenteil. Ich hatte schon mal erzählt, dass ich es in irgendeinem Film habe ich das gesehen. Da hat sich jemand einen Schuss gesetzt und ihr Freund war nun absolut dagegen und sagte, Mensch, Kind, das ist denn in ein paar Stunden, da bist du auch wieder drauf, da musst du auch wieder nach Stoff suchen. Und sie waren gerade weggetreten, weil sie sich gerade einen Schuss gesetzt hat und sagte dann nur noch, murmelte nur noch, jetzt ist es gut. Jetzt ist es richtig gut. Jetzt ist es gut, sagte sie immer nur im Tran irgendwie. Und sie hat sich gerade einen Schuss gesetzt. Also ich glaube, dann ist dann anfängst du ja dann in dem Moment nicht ansprechbar. Also der braucht eine Viertelstunde Ruhe, nachdem er sich einen Schuss gesetzt hat. Also in dieser Viertelstunde war sie nur am Murmeln. Jetzt ist es gut. Und dann dachte ich daran, wie kriege ich so einen Zustand hin, auch ohne dass ich mich mit Drogen vollpumpe. Wie schaffe ich das? Harte Drogen, weiche Drogen, Alkohol, Zigaretten, was auch immer. Wie schaffe ich das, einen Zustand zu erreichen, in dem ich nur noch murmel, jetzt ist es gut. Ohne davon körperlich so abhängig zu sein, dass ich mich auf irgendwas konzentriere, was mir von dem Wirklichen, was ich wirklich suche, ablenkt. Und die Antwort bot sich mir sofort. Über die Gedanken natürlich. Meine Gedanken versorgen mich mit allem, was ich haben will. Mit jedem Wohlgefühl. Sie gibt mir die Emotionen, die ich haben will. Es sind meine Gedanken. Und wenn meine Gedanken mich in eine hohe Schwingung bringen können, dann gibt es immer mal am Tag, immer mal so Momente, viele Augenblicke, wo ich nur noch denke,
Jetzt ist es gut. Jetzt fühlt sich das richtig gut an. Und auch wenn ich am nächsten Tag in irgendeiner Weise irgendwelche Schwierigkeiten habe, ich erinnere mich daran, ich bin immer noch kristallweißes Licht. Ich werde mit jeder verdammten Schwierigkeit fertig. Und in dem Moment, wo ich wieder weiß, ich bin kristallweißes Licht, ich bin Kristallenergie, dann durchströmt es mich auch. Jetzt ist es gut. Und was immer da kommen mag, durch diese Energie wird es immer gut sein. Und es wird immer noch besser werden und besser und besser. Das hört ja nicht auf, das bekommt ja nicht irgendwie mal ein, so ein Limit. Und dann, ja, dann kannst du noch runterfallen, so ist es ja nicht. Also die Steigerungsformen sind unendlich. M.C. Escher sagt ja einmal, die Unendlichkeit wird von der Unendlichkeit begrenzt. Natürlich, die Unendlichkeit an wirklich üblen Sachen wird von der Unendlichkeit wirklich guter Sachen begrenzt. Also logischerweise wird aufgehoben. Und dazwischen gibt es einen schmalen Spalt. Schmal oder breit ist hoffentlich wurscht. Auf jeden Fall aber ein Übergang. Und das Leben ist ein Übergang. Indem deine Gedanken dich mit so viel Energie vollpumpen können, die dich befähigen, mit den Schwierigkeiten des Lebens fertig zu werden. Ich wünsche dir wirklich sehr, dass es gelingt. Auch wenn es jetzt in diesem Post jetzt keine wirklich Neuheiten gegeben hat, aber ich dachte, manchmal braucht man jemanden, der einen da so ein bisschen in die richtige Richtung schubst. Und darum mache ich das hier immer. Vielleicht höre ich mich auch nur gerne selber reden, kann natürlich sein, aber ich denke, manchmal brauchen wir das. Sogar sehr. Und dann noch etwas anderes. Du bist wirklich nicht alleine dabei. Es kommt dir manchmal so vor. Die Schmerzen werden manchmal wirklich fies oder du scheinst irgendwie so ein gähnender Abgrund, der da kommt. Immer mit der Ruhe. Du hast dir das nicht ausgesucht, wenn du nicht genau gewusst hättest, dass du genau damit fertig wirst. Sonst wäre das nicht passiert. Das Spiel des Lebens ist, obwohl es einem manchmal ziemlich unfair vorkommt, ist wirklich fair. Denn es wird dich nie vor Herausforderungen stellen, denen du nicht gewachsen bist. Ich glaube, es war Luise Rinser, die geschrieben hat, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Mit anderen Worten, die Not ist immer kleiner als der Helfer. Sie hat das auf den obersten Gottvater bezogen. Ich würde sagen, natürlich ist das die höchste Energie, also in diesem Fall das erhaltene Prinzip. Natürlich ist es Gottvater, okay. Aber denk immer daran, du, so wie der Gott dein Vater ist, so bist du seine Mutter. Mit anderen Worten, du bringst das hervor. Und jetzt obliegt es dir. Bringst du jetzt das Schlimmste aller schlimmen Sachen hervor oder das Beste aller besten Sachen? Bei den meisten Menschen ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber das liegt auch daran, dass sie es nicht wissen. Nun, es gibt Schlimmeres, als sich mit irgendwelchen Bibelzitaten zu kleistern. Andererseits müsstest du genau wissen, dass der Herr, von dem die Bibel die Rede ist, das bist du. Du bist die Mutter. Die Mutter deines Seins. Denke daran, dass wenn du dich wieder erinnerst, dass du Kristallenergie bist, dass du Kristalllicht bist, dann wird dein eigenes Sein in diesem kristallenen Licht verherrlicht. Das heißt, in deinem Kristalllicht ist dein Sein verherrlicht. Verherrlicht heißt, dass du wieder so voller Licht voll gepumpt bist, dass du gar nicht mehr anders kannst, als entsprechend zu handeln und dich auch entsprechend zu bewegen. Weil dein eigenes Bewusstsein natürlich dich wieder mit Leichtigkeit versorgt und dass dein Herz wieder mit Leichtigkeit schlägt und deine Bewegungen wieder leicht werden. Je nachdem, wie du dich mal vorbelastet hast, ja, okay, kann manchmal etwas mühsam werden, sich da aus dieser Karre da wieder aus dem Dreck zu ziehen, aber immerhin. Früher oder später gelingt es, je nachdem, wie du denkst. Und dann bekommst du auch die entsprechende Hilfe. Ich wünsche dir sehr, dass dir das gelingt. Und alles, alles Gute dir. Und noch einmal vielen Dank fürs Zuhören. Es hat euch vielleicht noch nicht so allzu viel jetzt Neues gebracht. Und ich sage dir, also die schon wissen, was hier kommt, die brauchen das auch gar nicht erst anzuschalten. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es ganz gerne nochmal kompakt haben möchte. Okay, Dankeschön. Alles Gute dir. Viel Freude im Leben.
Alles gut. Tschüss.